Hallo meine lieben Birdrider und herzlich willkommen zurück im Esszimmer. Wir machen hier irgendwas. Ich sehe schon, dass wir den Schrank verschieben können auf jeden Fall. Und wir finden hier Pistolenmunition, was ich schon mal schön finde. Ich mag Pistolenmunition. Und was ich vielleicht auch mag, ist ein geheimer Schrank, in dem es aber leider zu dunkel ist, um was zu sehen. Was? Jetzt müsste ich hier wahrscheinlich die Kerzen mit meinem Feuerzeug anzünden. Schade, Pomade. Hätten wir mal ein Feuerzeug. Okay, also, wir könnten jetzt zum Schlangenboss gehen, aber das macht gar keinen Sinn. Ich würde da tatsächlich jetzt auf dem Standardschwierigkeitsgrad mit Chris den Kampf gegen die Schlange möglichst vermeiden und einfach nur rein die beiden Items rausholen, die da drin sind, Munition und das Emblem, damit wir weiterkommen und dann einfach wieder gehen. Das wäre eine Option. Eine, die ich tatsächlich gerne in Erwägung gezogen hätte. Das heißt, ich muss jetzt mal schnell mein Inventar ausräumen. Ah, sehr gut. Ah, schade. Ich hätte gedacht, jetzt dürfen wir ihn schon wegwerfen. Aber das war wohl nicht die letzte Tür. Das war nicht die letzte Tür, die ihr von mir geöffnet habt. Oder so ähnlich. Schieb halt, um Gottes Willen. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das reicht. Da steht ein bisschen Scheps, ne? Moment. Nein, Chris. Nein. Ach, come on. Was ist denn los? So, noch einmal ganz kurz. Dankeschön. Eieiei. Hey, ich muss wirklich, glaube ich, jetzt hier mal mit Steuerkreuz lenken. Das ist einfach viel exakter, muss man schon sagen. Ja, sowas ist mit Steuerkreuz aber um Welten besser, ey. Ohne Scheiß. Ein Schalter, möchten Sie darauf drücken? Warum duckt er sich eigentlich runter? Ich war, keine Ahnung. Ich persönlich, ne, würde halt mit dem Fuß drauf treten, wenn da ein Schalter am Boden ist, den ich drücken will. Das ist halt wie bei so Lampen. Aha, das Sonnensymbol. Das holen wir jetzt auch gleich. Ich muss nur eben schnell in den Safe Room unter der Treppe. Treppe, pep, pep. Ich weiß, ich lege jetzt einen kleinen Schlüssel weg. Und ich werde mich so ärgern, wenn wir die jetzt dann gleich brauchen. Aber es hilft ja nichts. Ich weiß es ganz genau. Aber gut von mir aus. Packen wir mal den kleinen Schlüssel hier rein. Den hier rein. Das gemischte Kraut packe ich mal ein bisschen weiter nach unten. Wo ist denn eigentlich die ganze Heilung? Die habe ich aus irgendeinem Grund hier relativ weit unten. Na gut, dann mache ich das so. Ich sortiere bloß ganz kurz ein bisschen durch, ne? Damit ich Sachen wiederfinde. Ich mache mal hier oben drüber quasi die ganzen Heilsachen. Dann kann man hier so Schlüssel, Munition. Warte mal, mache ich das aber auch hier zu den Schlüsseln. Farbband ganz unten. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Gut, das Wappen brauche ich jetzt gerade eh auch nicht. Ja,
Okay, gut, dann machen wir es jetzt so. Dann gehe ich jetzt hoch und hol das Wappen aus dem Giftraum und dann gehe ich in den Schlangenraum. Und dann versuchen wir, dass ich einigermaßen gut durch den Schlangenraum komme, ohne zu sterben. Das wäre gut. Ob wir es mit Hilfe der Rückspulfunktion schaffen, dass ich die Schlange so gut lesen lerne, dass wir überhaupt nicht getroffen werden. Es gibt nämlich eine ganz gute Technik auf jeden Fall. Also ich weiß, dass die existiert, dass man die Schlange relativ gut so ihre KI und ihr Movement austricksen kann, dass die einem überhaupt nicht angreifen kann. Ich glaube, man muss im Grunde immer kreisförmig ihrem Schweif hinterherlaufen und so. Aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich nicht. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wo wir hier in der Villa jetzt auf die Schnelle blaues Kraut herkriegen, falls ich vergiftet werde. Beziehungsweise muss ich dann vielleicht in den Rebecca-Raum, ne? Weil ich brauche Serum, weil das blaue Kraut hilft nur gegen die Spinnengifte oder irgendwie so ist das ja, glaube ich. Weiß ich alles nicht mehr. Werden wir rausfinden. Aha, dafür brauchen wir erst den Schildschlüssel. Dann vergesst einfach alles, was ich jemals gesagt habe, am besten, bitte. Ich habe quasi nie existiert. Ihr habt das alles nur geträumt. Stellt euch mal vor, ihr wacht morgen auf und wollt irgendwie das neueste Landsquid Bird Rider Video gucken und plötzlich ist der Kanal weg. Und der Let's Play-Kanal ist auch weg. Und ihr denkt euch so, aha, krass, wurden jetzt echt seine Kanäle gelöscht, was ist denn jetzt los? Und dann versucht ihr auf den Discord zu gehen, aber den gibt's nicht mehr. Und dann guckt ihr irgendwie auf Twitter oder Blue Sky, aber da bin ich auch nicht mehr, da gibt's kein Profil mehr. Und dann googelt ihr einfach mal Landsquid Bird Rider und ihr findet nix, gar nix, nix. Und dann redet ihr mit Leuten drüber, die auch Landsquid Bird Rider gucken und die sagen so, hä, wer, was? Was ist ein Landsquid? Was? Und es hat einfach, ich habe nie existiert, nur in euren Köpfen. Tja, was willst du machen, ne? Denkt man sich dann wahrscheinlich. Und macht weiter mit seinem Tagesalltag. Kann man eh nichts machen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Lass mich mal ganz kurz auf die Map gucken. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo wir jetzt hin müssen. Wir waren hier, da, dies, das, Ananas, drei Zombies oben sind nervig, aber da wäre eventuell noch die Möglichkeit. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Wir können tatsächlich über dem Treppensafe-Raum nochmal kurz gucken, ob ich da jetzt die Türen öffnen kann. Da bin ich mir nämlich auch gerade nicht sicher. Sesam, öffne dich. Wisst ihr, ich meine, das sieht schon aus wie robuste Holztüren und so, aber das Spiel spielt immer noch in den USA. Ich bin mir sicher, die könnten alle miteinander easy alle Türen hier einfach eintreten. Und da das in den USA spielt, könnten die wahrscheinlich auch einfach die Wände eintreten, falls die nicht durch die Türen durchkommen sollten. Insofern glaube ich, fest verschlossen, sollten die hier alle mal nicht so ein Drama machen. Möchten Sie die Kräuter mischen? Bitteschön, dankeschön. Katzen drehen schon wieder durch. Ich dachte wirklich schon, im Original hat Chris standardmäßig ein Feuerzeug. So wie Claire, Jill, standardmäßig eine Haarklammer hat. Aber scheinbar nicht. Okay, da oben geht es nicht weiter.
unten sind noch ein paar Türen, die wir jetzt gleich noch testen können. Ich glaube, wenn ich jetzt schon mal hier bin, setze ich die beiden Medaillen gleich nochmal ein. Dann müssen wir nämlich, wenn wir wirklich gehen aus der Villa zum ersten Mal, müssen wir nur die beiden Dinger hier wieder einsetzen. Also müssen wir nur noch eines mitnehmen, will ich damit sagen, weil wir jetzt schon die beiden einsetzen. Ich sollte mal, weißt du, manchmal beende ich, also manchmal fährt mein Hirn schon runter, während der Satz, den ich versuche zu formulieren, noch nicht fertig gesprochen ist. Das ist immer das Problem. Während ich noch rede, bin ich in Gedanken schon beim nächsten Thema. Nutzen. Klick. Nutzen. Klick. So, dann fehlt jetzt nämlich echt nur noch der Schlangenraumschlüssel tatsächlich. Und dafür brauchen wir den Helmschlüssel. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir den kriegen. Vielleicht müsste jetzt einfach Rebecca endlich mal Klavierspielen lernen. Das wäre gut. So schwer ist die Mondscheinsonate übrigens nicht. Das sollte zu schaffen sein, wenn die Noten lesen kann. Das war der Rabenraum. Ich glaube, da kommen wir erst rein, wenn wir wieder zurückkommen, ne? Ein Helm ist eingraviert. Helmsklamm! Das sagt Chris, wenn das Helmschloss ein bisschen feucht ist, wenn er hinfasst. Helmsklamm! Weil Chris kann nicht im vollständigen Sätzen reden anscheinend. Ja, wir können mal gucken, ob wir da noch in den Gartenbereich kommen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, abgesehen von zwei Hunden und ein bisschen Heilkraut ist da, glaube ich, gar nichts, ne? Sie ist sowieso fest verschlossen. Rüstung. Was mache ich denn mit meinem blöden... Das hatten wir bei Chill auch schon, ne? Dass ich nicht mehr weiß, welche Türen wir jetzt noch mit dem Rüstungsschlüssel öffnen können. Naja. Irgendwo werden wir schon noch eine Tür finden, die von uns geöffnet werden möchte. Waren wir schon da unten drin? Nee, eben noch nicht zum Beispiel. Aber ich glaube, auch die Tür ist optional eigentlich, oder? Sie ist sowieso fest verschlossen und eine Rüstung ist eingraviert. Ja, dann gibt es jetzt nur noch eine Sache. Und zwar... Genau. Ich meide quasi so das obere Stockwerk jetzt leider, weil es mir am Anfang eben nicht gelungen ist, die drei Zombies zu töten und die einfach zu viel Munition fressen. Und ich hoffe, ich kann die jetzt einfach stehen lassen, bis wir dann letztendlich die Villa verlassen. Weil wenn wir zurückkommen, dann wird eh alles auf Hunter umresettet. Dann sind die eh weg. Achtung, ich muss niesen. Oh. Uiuiuiui. So, Gesundheit. Soll ich mal gucken, wie weit sie schon ist? Ich guck mal, wie weit sie schon ist. Nee, ich höre schon. Eieiei. Das klingt ja schrecklich, Rebecca. Rebecca. Wie lange... Chris. Ah, Chris. Ja, Rebecca. Jetzt habe ich halt leider die Medaille nicht dabei. You like it? Die Mondscheinsonate ist schon echt Metal. Oh, that was great.
so great, dass die Villa halb explodiert vor Erstaunen. What is that? Ach so, darf ich schon wieder spielen? What is this? Okay, Rebecca, I'll be back. Warte hier ganz kurz. Ich wollte sowieso gerade in den Speicherraum unter der Treppe. Ist immer verwirrend, weil in der Villa sind beide Speicherräume unter der Treppe, ne? Ach so, Quatsch, durch die Tür muss ich. Und jetzt kommt wieder, jetzt kommt dann wieder das Slalom. Klick, klick. So, da gehe ich ums Eck, gehe ich immer langsam und vorsichtig, damit ich dem Dritten nicht versehentlich mal in die Arme renne. Okay. So, jetzt brauche ich definitiv... Moment mal, warum habe ich den Rüstungsschlüssel... Oh, vielleicht war ich schon bei einer Tür, die ich hätte öffnen können und bin nur komplett bescheuert. Ich dachte, ich habe den Rüstungsschlüssel im Inventar. Ach, Leute, manchmal weiß ich auch nicht, ob das alles noch einen Sinn hat hier mit mir. Vielleicht habe ich sogar irgendwo gelesen, ne? So von wegen, ja, hier, Rüstungsschlüssel. Ah, jetzt steht der wieder an der... ich weiß jetzt auch nicht, so. Zurückspulen. Den Hit take ich nicht. Haha, ich bin quasi der Prince of Persia. Ich habe den Sand der Zeit und damit seid ihr machtlos. Ich meine, technisch gesehen kann ich mich immer noch in eine Sackgasse spielen und dann kann ich noch so viel zurückspulen. Es gibt Passagen, da muss ich einfach mit den nötigen Ressourcen rein, ne? Wenn ich die nicht habe, dann ist es schlecht. Klick, klick. Bittisch. Falsch, Chris. Da müssen wir lang. Manche Türen sind so riesig und andere Türen sind so klein. Da haben die Texturen halt nicht immer so hundertprozentig passgenau. Oh nein, ich brauche einen leeren... Oh Gott, ich brauche ja einen leeren Platz, damit ich die goldene nehmen kann, bevor ich dann die braune einsetzen kann erstmal. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Das Spiel ist da auch ein bisschen dumm, ehrlich gesagt, ne? Warum kann ich die nicht einfach switchen, austauschen? Das geht nicht. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, nochmal kurz unser Hindernislauf. Für was habe ich kleine Schlüssel eigentlich? Klick, klick. Tür, öffne dich. Okay. Herbert, der stand doch auch schon links vom Balken, oder? Weil jetzt steht er tatsächlich immer rechts vom Balken. Aber der stand doch auch schon links vom Balken. Oder? Ich spinne doch nicht. Ja, was packen wir dann weg? Packe ich das Heilkraut weg? Traue ich mich wirklich? Ich glaube schon. Ich packe tatsächlich am ehesten die Heilung weg. Erstmal jetzt. So. Ich habe mehr Angst davor, dass wir ein Schloss finden, das ich mit einem kleinen Schlüssel öffnen kann. Als vor Tod. Ich komme, Rebecca. Zum dritten Mal jetzt schon. Die wird sich ja auch was denken, oder? Chris, guck mal, eine Geheimtür. Oh, cool. Schaue ich mir gleich an. Warte, ich muss noch schnell was holen. Und dann ist er 5 Minuten weg und kommt wieder und geht wieder rein und sagt, ah, verdammt, ey, Rebecca, tut mir leid, ich bin so blöd. Ich muss noch mal ganz kurz weg. Und dann ist er wieder weg. Man hört nur die ganze Zeit Geräusche aus dem Nachbarraum, wie er von Zombies gebissen wird. Ah,
Jetzt kommt der Blut überströmt zurück. Rebecca, ich bin hier. Jetzt habe ich alles. Die magische Miss Michelle. Oh, it's a trap. Damn it. Oh wait, it's not really a trap. Ist aber auch die schlechteste Falle der Welt, wenn da irgendwie eine Scheibe ist, ne? Könnte man die nicht kaputt machen und dann ist man frei? Naja. Rebecca? Kann man mit dir nochmal interagieren? Irgendwie nicht. Rebecca ist kaputt jetzt. Ich glaube, du bist beleidigt. Wir haben zu lange haben wir sie stehen lassen. Sorry, Rebecca. Aber, na? Was willst du machen? So, eigentlich ist für heute schon wieder Schluss, wenn ich so auf die Uhr gucke. Mann ey, die Zeit verfliegt, aber jetzt setzen wir noch schnell das Wappen in die Öffnung und holen uns, glaube ich, den Helmschlüssel. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir kriegen. Immer wieder spannend. Ich nutze dich, goldenes Emblem. Donnershock. Die Uhr hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Der Hirnhörschlüssel. Ah, der Schildschlüssel. Na guck. Cool, dann haben wir jetzt sehr viele Schlüssel in unserem Inventar. Und die machen mich sehr glücklich. Und deswegen machen wir jetzt für heute an der Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die nächste Folge geht... Genau, so machen wir es jetzt. Ich habe mir nämlich gedacht, zur Information für alle, die das jetzt noch sehen, mein ursprünglicher Plan war, dass jeden Tag in der Woche eine Folge online geht. Wenn allerdings am Dienstagnachmittag eine Folge online geht, ist das für viele... zu kurzfristig, als dass sie die noch schnell gucken können, bevor dann um 18 Uhr auf Twitch der Stream losgeht. Ne? Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, dann kommt halt Dienstag keine Folge. Dienstag ist dann der Livestream, Mittwoch ist die Aufzeichnung vom Livestream und dann Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils eine Let's Play-Folge und dann geht es Dienstag wieder mit dem Livestream weiter. Also hoffentlich bis morgen dann. Um 18 Uhr auf Twitch. Würde mich sehr freuen, wenn ich viele von euch dort begrüßen dürfte. Und ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tüdelü!